Ich weiß nicht, warum ich niemanden erreiche, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole, kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Steve, gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut, Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ich habe eine Waffe dabei. Wenn alles in Ordnung ist, gehe ich raus und rüber zu einer Luftschleuse. Einzige Blechdose, die noch freundlich zu mir ist hier. Hallo? Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Nein, ich bin nett. Ich bin nett. Bayer, haben Sie das gehört? Ja, hab ich. Schicken Sie einen Operator. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch stundenlang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben 10 Minuten. Maximal. Was? Aber... Der Mimik war matt. Der Mimik war matt. Frank, sind Sie da drin? Was ist mit den Kapseln los? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie, Sie wissen es nicht? Es ist Ihr Job, es zu wissen, verdammt! Sie haben sie geprüft, richtig? Ja. Warum zur Hölle funktioniert die Startsequenz nicht? Ich weiß es nicht, Drew. Tut mir leid. Was ist mit Ihrer Kapsel? Öffnen Sie sie! Das geht nicht. Was wollen Sie damit sagen? Die Bolzen der äußeren Luke haben fehlgezündet. Wir stecken in der Startröhre fest. Sie haben auf niemanden gewartet, Sie Vollidiot! Ich hoffe, Sie verhungern da drin! Nur einer. Ich darf nicht. Er ist die stille Reserve. Also würde ich jetzt meinen Bruder jetzt nicht sehen, ne? Okay, muss ich sowieso nach draußen. Super, toll. Muss ich auch überall hingehen und gucken. Hätte ich nicht einfach so schnurstracks der Mission folgen können? Dann wäre alles gut gegangen. 2 Sekunden, das Spiel ist durch. Ah, okay, gut, da war ja was. Guck mal, das Ding haben wir ja freigeschaltet. Dann retten wir mal wieder Menschen. Der war ja voll freudig, aber frag mich. Personalkosten in der Transstar-Buchhaltung. Ich will da nicht raus. Tja, ich löse Personalprobleme. Ihre Kollegen, die sich im Frachtraum verstecken,
werden in wenigen Minuten ersticken. Vielleicht können sie sie retten. Aber dafür müssen sie ihr Loch verlassen, Ratte. Lebenserhaltung. Die Uhr tickt. Ja, deswegen bin ich hier jetzt schon unterwegs. Morgen. Dahl hat den Sauerstoff zum Frachtraum abgedreht. Mir sind hier die Hände gebunden und die Türen reagieren nicht. Die Atmosphärenkontrolle ist in der Lebenserhaltung. Wenn Sie helfen können, dann schnell. Oder Sie hören mich zum letzten Mal. Also, euch ist es eigentlich nicht schade? Miss Alazar hat zu Recht Angst, obwohl ihre Einschätzung falsch ist. Dahl manipuliert das Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnis. Wenn Stickstoff ausströmt, werden alle im Frachtraum wesentlich schneller sterben, als wenn er nur den Sauerstoff abgedreht hätte. Ich schätze, sie wären schon tot, wenn Dahl nicht versuchen würde, sie zu manipulieren. Ist mir auch klar. Will ich jetzt hier draußen bei dieser Scheißlücke nochmal machen? Deswegen bin ich eigentlich rausgegangen. Haltung, Shuttlefahrt. Bin hier raus, was mit dem Hunter hält? Nee. Hm. Okay. Das läuft nicht mit Zeit. Muss mal die Dinger mit Schalten. Ah, die anderen ausschalten. Koch wird mir eh nicht angezeigt. Wir müssen die echt erstmal im Frachtraum retten. Weil ich so sozial bin. Kannst mir nicht erklären, woher das kommt. Sie guckt mich meine Frau so komisch an. Aber auch ein Arsch, ne, der Typ? Hat! Hör auf mich zu brutzeln, du Penner! Ich gibt es nicht in Streifen. Ich gibt es nur in ganz. Warnung, Warnung. Gefährliche Gaswerte mal. Entdeckt. Bitte ja. Sowie offene Was böse hier drinne? Bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Ah, ich weiß nämlich nicht, ob ich selbst hier schießen darf. Bis Reparaturen abgeschlossen sind. Hatsch. Ja, man darf definitiv nicht schießen. Okay. Es muss ja alles mal getestet werden, ne? Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Ich finde es unfair, dass die schießen dürfen, aber ich nicht. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Bei Glow hatte ich wenigstens recht. Nicht auf mich schießen! Wie viel ist? Und den Typen darf ich nicht töten?
Ja, K.O. schlagen darf ich. Mit der scharfen Seite des Messers. Nicht gut. Blitzi. Wow, ich muss... Ach, ich muss dorthin. Ja, ziemlich weit. Gut, dass ich mich doch entschieden habe, die Mission erstmal zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkomme so schnell. Ja, hier nicht. Oh, weiß das einer von euch nicht? Welcher Weg das war? Nee, hier war das Dings. Könnte man überhaupt von hier aus hoch? Weiter nach oben geht's ja nicht. Exit. Die auch schon wieder so weiter hoch. Irgendwie höher. Hey Weber, tschüss Weber. Ja, wo ist denn das? Oder auch nicht. Aber ich bin doch richtig. Dann nach links und dann hier hin, glaube ich. Hi, hab's eilig. Macht's gut. Ja, ich bin richtig. Hi! Oh! Da ist Megashi! Hey, ich hab Ashi gefunden! Liebe Zwischenspeicherungen. Nein. Autsch! Ach! Autsch! Was hat mich denn jetzt erwischt? Nee, das war Kraftwerk. Die Richtung. Habe ich Megashi gefunden. Super. Mal kurz einen Zwischenspeicher. Servus.
Ich gehe mal in die andere Richtung. Hallo, lass mich mal durch. Ich muss mal hier rein. Hallo. Ja, danke. Ist das das Terminal? Nein, es ist das Terminal auf der anderen Seite bei McArshy. Ah, Mann. Morgen. Fast keine Luft mehr. Machen Sie diesen Irren fertig. Ja, hab ich vor. Also, die Glow habe ich gar nicht. Dafür. McArshy fertig zu machen. Wo ist McArshy? Hallo? McArshy? Wo ist McArshy her? Okay. Die Leute im Frachtraum gerettet. Hier kommt Luft rein. Ich kann atmen. Da. Nein, hier ist nichts. Nicht mehr. Danke. Lass das weg, Arschi. Egal. Elisa, over. Ihre Zeit ist abgelaufen. Oh Mann, McArshy mag mich wirklich nicht. Wie kann ich McArshy jetzt... Ihr Bruder kann es wurde bestätigt. McArshy? Bleibst du bitte liegen? Jetzt ist aber McArshy tot. Ohne Dahl kommen wir von der Station nicht weg. Wir sind hier gefangen. Wie soll ich McArshy denn bitte betäuben? Ich habe jetzt schon mit der Uhrzeige auf ihn eingeknüppelt. Walter Dahl. Irgendwie ein Nebelband oder so zum. Schlafen legen? Denn meine Frau guckt gerade netterweise nach. Und diese Bescheißbatterien hätte ich auch mal, ne? Alkohol nach ihm werfen? Nein. Pass auf, jetzt brauche ich genau in der Situation wieder diese Pfeilpistole, ne? Gut, aber mit dem Disruptor ihn betäuben? Den habe ich nicht. Das wäre so die einzige Möglichkeit, die mir gerade einfällt. Ja. Meine Frau hat es gerade bestätigt. Die Frage ist nur, wo habe ich eine Herstellungskonsole?
Auch ein Fabrikator. Ne, du bist ein Operator. Fabrikator. Ah. Bei dem Kraftwerk dort ist das. Tschüss, Mac Arschi. Eindeutig zu sozial in diesem Spiel. Hi, tschüss. Das war doch dann ein runter. Oder doch zwei? Zwei runter. Doch. Doch. Nee, andere Tür. Laserpistole. Der Weber. Ach, ich brauche noch Glow-Munition, sonst kann ich mich vorher betäuben. Voll gut. Nochmal runter. Es macht Spaß. Wir fahren hoch. Wir fahren runter. Hallo, hoch. Low-Kanone. Bitte. Nein, nicht Low-Kanone. Tschüss. Richtig, was halt er? Hat jetzt die Verkehrte hergestellt. Die drei kurz. Wieder runter. Genau, ihr kämpft dort und Lokanister. Diese Scheißdinger. Nervt mich nicht. Ist das jetzt eingesteckt? Na. Okay, damit kriege ich das irgendwie hin. Alter. Also nochmal zu Arschi. Arschi? Arschi, Mac? Ach nee, warten wir nicht, dass der weg ist. Arschi. Wo ist denn Arschi? Wenn nicht, dass Arschi tot ist. Arschi! Mit dem ich ziehen. Hey, mir nachgelaufen? Nee, so intelligent ist er, glaube ich, nicht. Etwas dort draußen. Ich weiß es.